Ich bin Katja Hoffmann. In dieser Stunde haben wir den Weltumradler Christoph Gocke zu Gast. Christoph Gocke ist im normalen Leben Redakteur beim ZDF. Im Urlaub schwingt er sich jedoch regelmäßig aufs Fahrrad und umfährt die Welt. Mehr als 60 Länder hat er bisher umfahren und am Mikrofon hat den 44-jährigen Weltenbummler jetzt Anja Koch. Herr Gocke, wohin führte Sie denn Ihre letzte Reise? Oh, meine letzte Reise ging durch Norditalien hauptsächlich. Und aber so, dass ich dabei noch Liechtenstein, San Marino und Monaco mit beradeln konnte, weil in den Ländern war ich noch nicht. Und das haben wir ganz geschickt verbunden. Ich war mit meiner Freundin zusammen unterwegs von Österreich durch Liechtenstein in der Schweiz, über die Alpen, durch die Poebene bis an die Adria und da bis Rimini. Von Rimini, da ist man schon praktisch in San Marino. Dann geht es über die Apenninen, Toskana, alles super Landschaften bei bestem Wetter. Und so habe ich drei neue Länder mit dem Rad mal beradelt und gleichzeitig hatten wir eine wunderschöne Tour durch Norditalien. Und wie viele Kilometer waren das insgesamt? Oh, so 1600 etwa. Und wie lange haben Sie dafür gebraucht? 2 Wochen hatten wir Zeit. Sie waren insgesamt in 61 Ländern bisher. Waren Sie denn schon auf allen Kontinenten mit dem Fahrrad? Nee, also hauptsächlich war ich in Europa, ja. 61 Länder klingt so toll, aber 40 davon sind wir mindestens in Europa. Und es gibt auch nur 50 Länder in Europa, die habe ich also fast alle jetzt durch. Und ich setze dann immer so die Reise davor fort, wo eine frühere Reise endete quasi. Wenn ich einmal nach Rom gefahren bin, dann fahre ich vielleicht auch 20 Jahre erst, aber irgendwann fahre ich dann mal weiter von Rom nach Neapel oder Sizilien. Und so kam ich dann auch irgendwann nach Nordafrika und da habe ich die ganze nordafrikanische Küste eigentlich jetzt beradelt. Auch schon in die Sahara rein und auf der anderen Seite in Asien bin ich bis China gekommen über die Seidenstraße. Wählen Sie die Länder denn, die Sie reisen wollen, immer danach aus, wo Sie als letztes waren und knüpfen dann daran an oder haben Sie dafür auch andere Kriterien? Nee, es gibt einfach Länder, wo ich immer schon mal gern hin wollte. Armenien fehlt zum Beispiel noch, da würde ich sehr gern mal hin, da war ich allerdings schon ohne Fahrrad. Das ist ein wunderschönes Land und da kann man auch sehr gut Fahrrad fahren, hat allerdings auch viele Berge. Und es gibt Länder, die mich reizen, wie der Jemen, Oman. Dann hängt es auch ein bisschen an der Jahreszeit. Ja, im Winter kann man halt in Europa kaum gut radeln, weil man immer die Gefahr hat, dass man nur durch Regen fährt und dann bieten sich Wüstengebiete an, weil die dann auch, also zumindest die nördlich vom Äquator, dann vergleichsweise kühl sind. Wie viele Kilometer sind Sie denn insgesamt mit dem Fahrrad schon gefahren? Also auf meiner Homepage, da steht, dass das 57.622 Kilometer sind. So ungefähr stimmt das auch. Aber ich habe bei vielen Touren gar keinen Kilometerzähler gehabt. Da habe ich das mehr so geschätzt. Oder eben an den Entfernungen auf der Karte so abgemessen. Aber alles in allem kommt das schon hin. Wie viele Kilometer legen Sie pro Tour durchschnittlich zurück? Also es liegt immer daran, wie lang die Touren sind. Ich fahre im Durchschnitt momentan so 130 Kilometer an einem Tag. Es können auch mal wesentlich mehr sein. Ich mache aber auch Ruhetage. Das bewegt sich so in dem Rahmen und die Touren sind dann meist so 2-3 Wochen lang. Mehr kriege ich keinen Urlaub. Wie viele Touren machen Sie denn durchschnittlich im Jahr? Das liegt an Urlaub eben. Also die Arbeitgeber heutzutage sind ja nicht so begeistert, wenn man da 6, 7, 8 Wochen am Stück fehlt. Deshalb führt das meist dazu, dass ich 2, 3 Wochen weg bin, manchmal auch nur eine Woche. Und in den vergangenen Jahren waren es immer so 3, 4 Touren im Jahr. Anja Koch interviewt den Weltumradler Christoph Gocke. Im nächsten Teil spricht sie mit ihm darüber, warum er ausgerechnet auf dem Fahrrad fast jeden Urlaub verbringt. Herr Gocke, warum verreisen Sie dann mit dem Fahrrad? Also ich finde, das mit dem Fahrrad ist eine super angenehme Art, Länder kennenzulernen, weit sich zu bewegen, weiterzukommen und einfach den Alltag so hinter sich zu lassen, ein Ziel zu haben, loszufahren. Und man kommt unheimlich weit in einem Tag, ja, 100 Kilometer oder 150 Kilometer. Das ist eigentlich eine irrsinnige Strecke, die man da zurücklegt, so für menschliche Verhältnisse, ja. Und da kann man viel sehen, viel erleben und gleichzeitig hat man auf dem Fahrrad, das läuft so ein bisschen monoton, man tritt einfach so in die Pedalen. Und das ist so ein bisschen ja wie Meditation, ja, oder man kommt irgendwie auf andere Gedanken und man muss sich nicht so immer ständig auf so einen Bildschirm oder so fixieren, wo man sonst im Alltag mit zu tun hat. Und deshalb ist es eine super angenehme Art, die Ferien zu verbringen. Sehen Sie das also auch als Ausgleich zu Ihrem Alltag, der ja doch eher im Büro stattfindet? Auf jeden Fall. Also beim Fahrrad, da ist man den ganzen Tag strengt man sich an, ja, nicht so sehr, das ist schlecht. Also man muss immer so auf einem Level bleiben, der zwar irgendwo einen fordert auch, aber nie zu schnell und vor allem in den ersten Tagen nicht. Aber dennoch denkt man abends immer so, das reicht jetzt eigentlich und eigentlich könnte man eine Woche jetzt Pause machen und man ist doch ein bisschen schlapp, ja. Und dann steht man am nächsten Morgen auf und
das ist alles weg. Ja? Man kann wieder von vorne anfangen, man kann wieder 100, 150 Kilometer fahren, ja, und dann kommt man wieder ein unheimliches Stück weiter. Und man ist ständig eben, der Körper ist mal gefordert und das ist eigentlich super im Urlaub. Reisen Sie denn überhaupt noch ohne Fahrrad? Ja, mache ich ab und zu. Aber ehrlich gesagt, wenn ich richtig Urlaub mache und mit Freundin oder ohne Freundin, meine Freundin hat leider nicht so viel Urlaubstage wie ich im Jahr, dann ist im Moment, das ist so eine Phase, die jetzt schon so 5-6 Jahre anhält, im Moment lande ich dann immer früher oder später auf meinem Fahrrad und habe wieder eine schöne Route. Und je mehr Touren ich auch schon gefahren bin, desto mehr Touren ergeben sich irgendwie quasi daraus, die man auch mal so nochmal fahren könnte. Weil wenn man da schon mal in Khartoum jetzt war, im Sudan, wie im Frühjahr dieses Jahres, dann denkt man auch, da kann ich auch nochmal da nach Äthiopien oder vielleicht nach Djibouti und rüber in den Jemen. Und das sind alles tolle Länder, glaube ich. Und da freue ich mich drauf, dass ich das vielleicht oder wahrscheinlich sogar mit dem Fahrrad nochmal irgendwann erlebe. Wann haben Sie denn Ihre erste Fahrradreise gemacht? Aber das war, da war ich noch Schüler, 16, 17 Jahre alt und bin einfach spontan in den Herbstferien, ja, habe mir mein Fahrrad gegriffen, hatte, glaube ich, gar kein Werkzeug dabei oder sowas. Ja. Ich bin einfach losgefahren von zu Hause aus, Essen, meine Heimatstadt, ins Rheinland, da nach Jüchen oder so bin ich gekommen abends und ich dachte auch, da werde ich schon was in der Unterkunft finden, bin da zum Pfarrer gegangen und der wollte mir gar keine geben, ja, war ich etwas überrascht und der hat mich in so ein nicht sesshaften Wohnheim verwiesen. Da bin ich dann auch hin und das war aber jetzt nicht so ganz angenehm da. Vor allem stank es sehr, ja. Und dann bin ich wieder zurück zum Pfarrer und am Ende war ich dann doch in dem Pfarrheim da, der Kirchengemeinde, und habe da eine Nacht geschlafen. Und wie weit sind Sie insgesamt gekommen auf der Reise? Bis Luxemburg, ja. Eine Woche Herbstferien waren damals so üblich und nach 4-5 Tagen war ich dann in Luxemburg. Das war auch super. Das ist bei jeder Tour super, wenn man sich irgend so ein Ziel vorgenommen hat, wie in dem Fall einfach nur Luxemburg Stadt, einmal ankommen dort und man erreicht das und dann fühlt man sich, also ich fühle mich dann immer super. Gab es einen bestimmten Auslöser dafür, für Ihre erste Fahrradreise? Weiß ich jetzt nicht mehr. Also es kann sein, als Kind, ja, da habe ich mal eben mein erstes Fahrrad geschenkt bekommen zu Weihnachten und das verschwand dann aber, weil es eben Weihnachten war, mitten im Winter, verschwand das erstmal bei meiner Oma im Keller, ja, und da hatte ich überhaupt keinen Zugang zu und es kann sein, dass da so ein Defizit entstanden ist, weil ich habe mich so riesig gefreut über das Fahrrad, aber ich durfte dann eben die ersten Monate und das kam mir natürlich vor wie Jahre oder Jahrzehnte, konnte und durfte ich nicht fahren mit dem Rad, ja, und vielleicht ist da so ein Defizit entstanden, dass ich heute immer noch dabei bin, irgendwie auszugleichen. Mit dem Rad umfährt Christoph Gocke die Welt. Eben hat er erklärt, wie er zu diesem Hobby gekommen ist. Doch wie bereitet er sich eigentlich auf seine Reisen vor? Wie lange im Voraus planen Sie denn Ihre Fahrradreisen? Also früher habe ich irgendwie so ein kleines Notizzettelchen, da stand dann drauf, B8 von Aschaffenburg nach Passau. Ja, das war dann so eine Etappe, ja. Was heißt Etappe, das waren 5-6 Tage, da bin ich nur auf der B8 gefahren, hatte keine Landkarte, nichts dabei, ja, und auch ganz, ganz wenig Gepäck und bin einfach losgefahren. Ich wusste, ich wollte irgendwie nach Ungarn und da brauchte man den Reisepass, den habe ich dann mal sicherheitshalber mitgenommen und mir dann in Wien ein Visum besorgt, um dann tatsächlich nach Ungarn fahren zu können. Und das war damals, war der eiserne Vorhang noch da, ja, der, die meisten dachten, da kommt man überhaupt nicht hin, so einfach als Individualreisender. Hat aber geklappt und ich hatte dann noch Schwierigkeiten bei der Ausreise nach Jugoslawien, nach Zagreb damals, weil die Ausreise war nicht vorgesehen, dass man da mit einem Fahrrad kommt und dem Pass war dann ein Stempel von einem Auto drin, und weil das eben ein Autoübergang war und ich hatte aber nur ein Fahrrad und so. Aber am Ende ging alles gut. Ich hatte auch gar kein Geld mehr für den Zoll oder so. Ich bin zu Hause wieder angekommen. Aber ein konkretes Ziel, wo Sie genau hinwollen, setzen Sie sich schon meistens, bevor Sie losfahren? Ja, das ist ganz hilfreich, wenn man ein Ziel hat. Manchmal habe ich auch zwei Ziele oder die Traumentfernung, die man zurücklegen möchte und dann so ein zweites Ziel, was aber auch dann reicht, ja, wenn ich so mal bis Dakar komme in Senegal und dann muss ich nicht ganz unbedingt auch noch nach Mali kommen oder so, ja. Aber je weiter weg man kommt, desto genauer muss man natürlich planen, was den Transport angeht und was die Verhältnisse vor Ort angeht, ob es da Hotels gibt und die Visa vor allem. Die Visa sind immer so eine Sache, die müssen halt, man da kann sie nicht zu früh beantragen, weil sie dann sind sie schon abgelaufen, wenn man da ankommt in dem Land und zu spät natürlich auch nicht. Und das ist häufig auch so eine Zitterpartie, dass sie noch rechtzeitig, dass der Pass noch rechtzeitig wieder zurück in meinem Briefkasten zu Hause ist, vor meinem Abflug. Aber bisher hat das mit den Visa dann immer doch noch ganz gut geklappt oder hatten Sie auch schon mal Schwierigkeiten?
Ja, es hat immer geklappt, manchmal aber wirklich erst am letzten Tag. Und manche Visa sind auch sehr teuer, ja. Für das Visum nach Libyen habe ich zum Beispiel insgesamt 500 Mark bezahlt, ja, weil man muss dann eine Agentur haben, die einen an der Grenze abholt und man braucht eine deutsche Agentur, man muss den Pass noch auf Arabisch übersetzen. Und das kostet nicht nur alles Geld, sondern eben auch Zeit. Und das muss man alles so hinkriegen, dass man das dann vor dem Abflugtag auch alles hinter sich hat. Sie haben gerade angesprochen, dass die Visa sehr teuer sind. Wie finanzieren Sie denn Ihre Reisen überhaupt? Also ich kalkuliere mal so ein bisschen, so im Durchschnitt kostet irgendwie jeder Tag 50 Euro. Und ich glaube, das ist jetzt nicht so viel, was Leute sonst auch im Familienurlaub oder so sonst ausgeben. Aber ich reise schon recht häufig, weil ich halt nicht nur meine 6 Wochen Urlaub jedes Jahr habe, sondern auch einige Überstundentage, die ich dann auch nochmal zu einem kleineren Reise nutze. Und das kostet schon ein bisschen Geld. Und früher haben wir natürlich sehr viel spartanischer gelebt. Auf solchen Reisen nur mit Isomatte und Schlafsack und ich habe mich vor allem ganz schlecht ernährt und dann kommt man natürlich auch nicht so weit. Also heute ist es sehr viel luxuriöser und deshalb bin ich heute auch eigentlich schneller und kann auch weiterfahren als früher. Bereiten Sie sich dann auch körperlich auf die Reisen vor? Also gibt es da vorher nochmal ein spezielles Training? Nö, nicht extra. Man muss halt sehen, dass man die ersten Tage sich nicht übernimmt. Und man muss immer sehen, dass man sich nicht übernimmt. Und so lange kann man immer schon sich fordern, aber am nächsten Morgen kann man eigentlich immer weiterfahren. Ich laufe halt nebenbei auch noch, also so Jogging. Und das ergänzt es ganz gut. Aber das ist jetzt nicht so gezielt, dass ich dann für irgendeine Tour was mache. Schon bei Bergtouren, jetzt waren wir im letzten Herbst da in Himalaya praktisch, von Kirgisistan nach China sind wir gefahren und da ging es bis auf 3600 Meter hoch und dann sollte man schon mal zumindest mal die Platte in Wiesbaden ab und zu rauf und runter fahren. Planung, Training, Visabeschaffung, bisher ist immer alles gut gegangen. Kleinere Probleme und Gefahren auf Reisen, das erzählt Christoph Gocke im nächsten Teil im Interview mit Anja Koch. Sie hören Radio Rheinwelle. Die Reihe, die Person in der Region, ein Projekt von Journalistikstudenten der Uni Mainz. Heute zu Gast im Interview Christoph Gocke. Er berichtet von seinen Reisen um die Welt mit dem Fahrrad und auch von den Schwierigkeiten, die sich dabei ergeben können. Sie reisen ja hin und wieder durch Länder, die wir eher als gefährlich empfinden, wie zum Beispiel Iran. Gab es denn da schon öfter Probleme? Eigentlich nicht. Also im Iran zum Beispiel war ich vor 2 Jahren mit meiner Freundin zusammen und wir haben uns natürlich kleidungsmäßig da angepasst. Aber die Iraner, die wir getroffen haben, die waren in der Regel sehr, sehr offen, sehr, sehr freundlich, wollten die Gelegenheit nutzen, Englisch zu sprechen und haben uns eingeladen, auch zu übernachten. Und es war sehr angenehm, dort zu reisen. Was die Menschen anging, es gibt leider sehr viele Autos im Iran und die sind dann nicht ganz so angenehm. Die Straßen sind zwar gut, besser als in vielen Nachbarländern dort, aber es sind halt ein bisschen viele, ja. Also ein bisschen viele Autos auf diesen vielen Straßen. Und meistens ist es auch so, wenn wir irgendwie hören von Unruhen in Gaza-Streifen und denken, die meisten Menschen, der ganze Nahosten ist jetzt momentan nicht zu bereisen. Ja. Aber wenn man vor Ort ist, dann sieht das meist ganz anders aus. Und durch die Medien wird manches vielleicht auch entsteht so der Eindruck, ja, dass es irgendwo gefährlicher ist, als es wirklich ist. Wie erkundigen Sie sich denn, ob ein Land, in das Sie reisen wollen, gefährlich ist oder gar nicht so gefährlich, wie man glaubt? Also ein bisschen verfolge ich die Nachrichten, aber ein sehr guter Tipp ist immer die Seite vom Auswärtigen Amt, also von dem deutschen Außenministerium. Die haben für jedes Land ganz genaue Hinweise, was dort gefährlich ist und wie man an ein Visum kommt und was man beachten muss. Zumindest einmal sind Sie aber doch schon in eine gefährliche Situation gekommen. Da sind Sie beinahe mit einem LKW zusammengestoßen. Wie ist es denn dazu gekommen? Ja, LKW sind immer ein bisschen gefährlich, ähnlich auch wie Busse. Vor allem, wenn man Seitenwind hat. In der Sahara war es mal so, da war nicht so viel Wind, aber da war einfach so ein bisschen Sand, ja, auf der Fahrbahn. Und überstanden Warnschilder hier, Sand auf der Fahrbahn, aber das war eine ganz dünne Schicht oder so. Ich habe mir da nicht viel bei gedacht. Und da war auch kaum Verkehr, ja. Und dann kam mal ein LKW und ich war gerade auf Sand, ja. Und in dem Moment, wo der LKW an mir vorbeifuhr, ja, da rutschte ich so unten nach links unter diesen LKW, weil einfach der Sand nachgab. Und ich habe mich dann mit dem Oberkörper auch nach links geworfen, um eben das untere Teil des Fahrers wieder nach rechts zu bringen und kam dabei mit dem Oberkörper Millimeter nah an den LKW ran und dann habe ich mich eben vom Oberkörper her wieder zurückgeworfen und dann war die Situation dann auch schon irgendwie vorbei, weil der LKW vorbei war. Ist Ihnen irgendwas passiert oder es lief alles glimpflich ab? Da lief alles glimpflich ab, ich bin hin und wieder mal gestürzt, das kommt immer vor, aber da ist noch nie was Schlimmeres passiert, also ich war nie dann irgendwie im Krankenhaus oder so. Ist es überhaupt schwierig, sich an die unterschiedlichen Wetterbedingungen eines anderen Landes anzupassen?
Das kommt auf jeden persönlich an. Also früher hat mir Hitze unheimlich viel ausgemacht. Inzwischen habe ich mich so ein bisschen daran gewöhnt, weil ich in vielen Ländern war, wo es heiß war. Man muss halt viel trinken und ich brauche vor allem viel Salz. Oder Salz ist eigentlich ein unheimlich gutes Vorbeugemittel gegen jede Art von Durchfall und Magenverstimmung etc. Also den vielen Leuten fehlt einfach Salz und man schwitzt da viel mehr und dann braucht man eben einfach Salz und das gleicht wahnsinnig viel aus und viel Wasser natürlich. Sind Sie denn schon mal krank geworden während einer Reise? Ja, wie gesagt, früher hat es mich etwas häufiger erwischt. Da war ich mal im Sinai, 4 Tage lag ich da flach, weil ich einfach einen Tag zu weit gefahren war und am nächsten Tag noch im kalten Wüstensand den Wüstenhimmel bewundert habe und dann war es vorbei und dann war ich 4 Tage in dem wunderschönen Ort Dahab am Sinai, am Roten Meer, nur in einem wunderschönen kleinen Hotelzimmer gelegen. Aber danach ging es wieder weiter. Der Weltumradler Christoph Gocke im Gespräch mit Anja Koch. Der Weltumradler Christoph Gocke hat eben von kleineren Problemen auf seinen Reisen mit dem Fahrrad erzählt. Das Wichtigste ist für den 44-Jährigen vielleicht die Unmittelbarkeit dieser Art des Reisens. Gerade im Kontakt mit fremden Kulturen sind die Erfahrungen dabei sehr unterschiedlich. Wenn man mit dem Fahrrad reist, ist man ja wahrscheinlich näher am Menschen. Lernen Sie denn während Ihrer Reisen viele Einheimische kennen? Also man ist viel näher an den Menschen, weil man kann ja überall auch anhalten, ja. Also und man ist allen ausgeliefert, ja. Man hat den direkten Kontakt. Im Auto ist man immer in so einer Art Isolation, ja, finde ich. Und im Fahrrad, man hört jeden, Leute reagieren auf einen, ja, vor allem Kinder, ja, die winken oder die schreien sogar und manchmal pfeifen sie ja auch einen aus und manchmal werfen sie Steine hinter einem her. Das ist ganz unterschiedlich, wie die Leute reagieren. Und aber das ist nicht so ein Kennenlernen in dem Sinne, dass man jetzt wirklich nah an den Menschen dran ist. Dazu reichen auch die Sprachkenntnisse häufig sowohl auf meiner Seite als auch Seiten der Leute nicht aus, um sich wirklich vernünftig zu unterhalten. Deshalb lege ich es jetzt nicht immer darauf an, immer direkt gefragt zu werden, wo kommst du eigentlich her und was machst du hier? Reagieren die Leute denn unterschiedlich auf Sie in unterschiedlichen Ländern? Also ist das länderbedingt? Ja, also man kann die Leute auch dafür gar nicht verantwortlich machen, aber genauso in Deutschland reagiert eben normalerweise ein Junge oder ein Mädchen, das mich sieht, auf dem Weg zur Schule, reagiert gar nicht. Also das ist auch typisch, ja. Aber in Jordanien ist typisch, dass man zum Beispiel mit Steinen beworfen wird, ja. Was denken Sie, warum das so ist? Das ist so eine Mentalität, glaube ich. Also das ist so ein angelernter Reflex, ja, für den die Leute selbst eigentlich gar nichts können. Genauso wie wir wenig dafür können, dass wir eben Radler einfach so hinnehmen, wenn sie daher radeln, auch wenn sie viel Gepäck haben und aus fernen Ländern kommen. Und da ist es irgendwie so ein Reflex, der vielleicht auch mit den Krisen in den Nachbarländern zu tun hat, die ja auch mit Steine werfenden Kindern ausgetragen werden, dass sie einfach sagen, ja, wir ist so eine Art Protest und wir sind hier vielleicht, wir kommen hier nicht raus, ja, wir sind in diesem Land irgendwie isoliert, wir können nicht in den Irak, wir können nicht nach Israel, wir können nirgendwo hin und dann passiert sowas. In welchen Ländern werden Sie denn sehr positiv aufgenommen? In den allermeisten, also fast überall wird man eigentlich sehr, sehr freundlich aufgenommen. Man wird immer wieder eingeladen. Ja, also ich könnte allein, wenn ich alle Einladungen annehmen würde, würde ich am Tag vielleicht 10 Kilometer weit kommen. Ja. Das ist eine Gastfreundschaft in fast allen Ländern, die ist so überwältigend. Ja, gerade je ärmer die Leute sind, desto eher laden sie einen zum Essen und auch zum Übernachten und man kann das alles gar nicht wahrnehmen. Und das ist eigentlich schade, ja, weil die Leute, die freuen sich ja wirklich und die wollen eigentlich wirklich mehr von einem kennenlernen. Und das ist nur leider eben häufig wegen der Sprachkenntnisse und so gar nicht möglich. Wenn Sie denn in Ländern wie dem Sudan, wo man Ihnen ja nun ansieht, dass Sie von weiter weg kommen, häufig auch als Exot wahrgenommen? Ja, natürlich ist die Reaktion häufig wahrscheinlich deshalb, weil wir in gewisser Weise exotisch sind. Wir haben als Radler dann auch noch diese Sportkleidung, die noch so ein bisschen nach Papagei aussieht, an und dann haben wir zum Beispiel Helme, ja. Das ist hier inzwischen was Normales, ja. Das war vor 20 Jahren auch ganz anders. Und da fragen die einen schon mal gelegentlich, wenn man so ein bisschen ins Gespräch gekommen ist, und dann sagen die irgendwann, sag mal, was hast du da eigentlich auf dem Kopf? Ja, was soll das eigentlich? Ja, weil die verstehen es nicht. Es gibt's bei denen nicht. Die haben natürlich hier und da ein Fahrrad, meist sind die in ganz extrem schlechten Zustand, trotzdem halten die noch ganz gut mit, wenn sie mal ein paar Kilometer neben mir herfahren und wir uns unterhalten oder irgendein Junge liefert sich ein Rennen, ja, das machen sie immer ganz gerne. Wenn sie rechtzeitig mich sehen, ja, dann steigen sie auf ihr Rad, versuchen mitzuhalten und das ist immer ganz lustig. So ist das, ja. Auf Ihrer letzten Reise in den Sudan haben Sie relativ viele Mädchen fotografiert. Die Fotos kann man auf Ihrer Homepage bewundern. Wie kam das denn dazu? Im Sudan dachte ich, musste sehr vorsichtig sein mit Fotos. Ja, das ist ein islamisches Land. Die meisten Frauen tragen ein Kopftuch.
Kinder eben auch schon ab einem gewissen Alter. Und es war genau das genaue Gegenteil. Überall, wo ich hinkam, fragten mich vor allem die Kinder und Mädchen, hier, fotografieren uns doch bitte, ja. Ohne, dass ich überhaupt eine Kamera rausgeholt hatte. Die gingen einfach davon aus und die wollten auch kein Geld für haben oder sowas. Die waren ganz happy, wenn man ihnen dann auf dem Display dieser Digitalkamera nachher zeigte, was man fotografiert hat. Und aber die wollten auch keine Abzüge oder so. Die waren einfach total happy und nett und die haben dann teilweise ihre Mütter noch geholt und ihre Familie, die sich dann zu großen Familienfotos da aufgebaut haben, was ich also gar nicht wollte, ja. Was Spaß gemacht haben, was ich gern gemacht habe. Aber das war jetzt nicht meine Intention, ja. Ich fotografiere gerne, aber eigentlich eher Landschaften, weil ich damit eben niemanden auf den Keks gehe und Menschen fotografiere ich jetzt ungern, wenn die sich so vor der Kamera präsentieren, ja, die fotografiere ich gern unbeobachtet. Was denken Sie, warum die sudanesischen Mädchen so gern fotografiert werden? Keine Ahnung, also ist vielleicht einfach eine Abwechslung in ihrem Alltag oder die haben einfach vielleicht auch positive Erfahrungen gemacht mit Leuten, die daherreisen und die reagieren unheimlich positiv. An die 60.000 Kilometer ist Christoph Gocke mit dem Fahrrad schon um die Welt gefahren. Berichte und Bilder von den Touren kann man auf seiner Homepage www.chrisonthebike.de finden. In mehr als 60 Ländern ist er bisher gewesen. Die Sehnsucht nach dem Aufbruch ist es, die ihn immer wieder aufs Rad steigen lässt. Was war denn das schönste oder beeindruckendste Erlebnis auf Ihren Reisen? Das ist immer so ein bisschen so, die nächste Tour ist immer die schwerste, die letzte ist immer die schönste gewesen. Also es ist 60.000 Kilometer, ja, das ist so viel passiert und so viel Schönes. Ja. Wenn ich erzähle, dann neige ich dazu, immer so von Schwierigkeiten und Problemen zu sagen, weil das Schöne, das klingt dann immer so nach Plattitüden. Ja. Aber wenn man jetzt im Frühjahr im Sudan war, ich ja, habe da 10 Nächte im Sinai geschlafen und in der Sahara geschlafen und da hat man einen Sternenhimmel, das ist unglaublich. Ja. Und einfach so im Schlafsack im Sand liegen, ja, und weit und breit ist nichts, ja, da sind mir an einem Tag 3 Autos begegnet. Und dann liegt man da und sieht die Sterne erst recht, wenn der Mond weg ist, ja, wenn der Mond untergegangen ist oder wenn er noch nicht aufgegangen ist, sind da unendlich viele Sterne und man ist einfach nur glücklich, ja, dass man da liegt und sieht und das sind traumhafte Erlebnisse. Und viele Sachen so, wenn man jetzt irgendwas so geschafft hat, wie so einmal rund ums Mittelmeer, dann ist es mehr so nachträglich, dass man denkt, wow, das ist echt, also ein paar Tage danach, dass man denkt, oh, ist eigentlich echt super und jetzt hast du das vorgenommen, hast du es geschafft, ja. Und der Anfang ist auch mal super, ja. Der Anfang ist total schön, ja, wenn man fährt los und denkt, wow, du willst jetzt irgendwie durch die Sahara fahren, ja? Du bist bescheuert, ja. Und aber gleichzeitig ist da so eine Euphorie in einem drin, ja. Und man rollt los und man weiß, du schaffst jetzt erstmal von diesen 3000 Kilometern oder so, die du fahren musst, schaffst du jetzt erstmal heute nur 100, 150, ja. Und ist total verrückt, ja. Und du musst Glück haben und dir darf nichts passieren, du darfst nicht krank werden und so. Und trotzdem ist man so euphorisch und denkt, wow, du bist jetzt auf der Straße und es geht los und es geht in den Süden und durch die Sahara und da ist Sand und Stein und alles, aber du kommst durch am Ende. Ist es auch das, was Sie immer zur nächsten Reise antreibt, der Gedanke, dass man am Ende sehr euphorisch ist, dass man was geschafft hat? Ach, am Ende, dann ist man auch ein bisschen kaputt und ich komme immer ganz gerne nach 2, 3 Wochen wieder nach Hause und arbeite wieder ein bisschen und ich wollte gar nicht jetzt so ewig 5 Jahre lang um die Welt reisen. Und dann denkt man, ja, eigentlich bist du kaputt und es reicht eigentlich jetzt erstmal, ja. Aber dann bist du wieder zu Hause und dann kramst du dann doch wieder irgendwelche Pläne raus und so Karten, ja. Ich gucke durch meine Landkarten durch und sehe da, auch da wäre doch ganz schön, jetzt gerade im Sommer könnte man zum Beispiel mal durch Weißrussland fahren. Welche Routen haben Sie denn noch geplant für die nahe Zukunft? Weißrussland, ja. Also im August werde ich durch Weißrussland fahren und weiß noch nicht so genau wie, ob von Litauen nach Weißrussland und dann weiter nach Polen oder so oder umgekehrt oder vielleicht auch nach St. Petersburg. Also Weißrussland ist ein Land, wo ich noch nie war und nur mal so in Minsk bin ich mal hingeflogen für ein Wochenende, aber noch nie jetzt mit meinem Fahrrad. Und dann will ich aber auch noch die Ostsee-Umrundung machen, das ist so, da fehlt mir noch Finnland und St. Petersburg und vielleicht kann man das verbinden, da bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig. Und im nächsten Jahr soll es eventuell nach China gehen, zu den Olympischen Spielen. Ja, also ich bin bis jetzt bis Kashgar, das liegt so im äußersten Westen von China, also direkt hier hinter der Grenze von uns aus gesehen. Und da sind noch so 6.000 Kilometer bis Peking und die kann ich so in 6 Wochen kann man das etwa schaffen. Und das wäre so nett, ja, zur Olympiade, dann in Peking ankommen und dann nach Hause fahren. Ist das nur so ein Traum oder sind da die Planungen schon relativ konkret? Nee, also es ist genauso ein Traum wie zum Beispiel, man könnte auch 2010 zur Fußballweltmeisterschaft nach Südafrika fahren. Ne? Also jetzt war ich bis jetzt im Senegal und im Sudan eben und da kann ich jeweils noch das so fortsetzen. Ja? Und es könnte hinkommen, aber es muss nicht sein. Also
ich habe schon so viele schöne Dinge gemacht mit dem Fahrrad und erreicht. Und also ich muss gar keine nächste Tour machen. Und wenn er dann in seinen Reiseführer guckt, in einen der vielen, die er hat, wird ihn vielleicht doch wieder das Fernweh packen und er schwingt sich aufs Rad und fährt erneut in die Welt. Christoph Gocke war das im Interview mit Anja Koch. Eine Sendung aus der Reihe Die Person aus der Region. Ein Kooperationsprojekt von Studierenden des Journalistischen Seminars der Uni Mainz und Radio Rheinwelle. Ich bin Katja Hoffmann.